Das bin ich, Melissa Miller. Ein ganz normales Mädchen, das ihr Leben genießt. Ich hatte ganz normale Freunde und noch normalere Hobbys. Mit meinen Freundinnen bin ich gerne shoppen gegangen. Ich lache sehr viel mit ihnen und ich liebe es, Momente zu sammeln. Ich treibe auch regelmäßig Sport und an jedem Wochenende trafen wir uns. Ich war gesund, hatte keine Probleme. Mein ganzes Leben war vor mir und ich war gespannt, was die Zukunft für mich bereithält. Doch mit dem, was danach kam, habe ich nie mit gerechnet. Nach und nach merkte ich langsam, dass mit mir etwas nicht stimmte. Ich bekam starke Kopfschmerzen. Ich dachte, es lag an meinem Schulstress, ist ja nichts Neues für Schüler. Doch dann begann meine Kraft zu schwindeln. Beim Joggen kam ich nicht hinterher. Ich hatte keinen Appetit mehr und ich begann zu husten. Naja, es war anders. Ich spucke zum Teil auch Blut aus, doch ich wusste nicht, woran es lag. Und ich wollte mich auch nicht weiter damit beschäftigen. Jedoch kann man seinem Schicksal nicht entkommen, egal wie sehr man versucht, davon wegzurennen. Es holt einen immer ein. Aus dem Krankenhaus entlassen haben mich meine Freunde abgeholt und gefragt, was los sei. Ich sagte ihnen, ich hätte nur eine Gehirnerschütterung. Doch in Wirklichkeit steckte da was viel Schlimmeres hinter. Ich musste auf meine Untersuchungsergebnisse warten. Was war bloß los? Dann bekam ich einen Anruf. Hallo? Spreche ich mit Frau Miller? Ja, das bin ich. Ihre Ergebnisse aus dem Labor sind gerade angekommen. Es tut mir leid, aber Sie sind krank. Wir haben Krebs. Ich konnte es nicht fassen. Wie kann das sein? Warum? Warum ich? Ich wollte es nicht akzeptieren, weshalb ich es niemandem erzählte. Ich traf mich auch nicht mit meinen Freundinnen und ich blieb den ganzen Tag zu Hause und machte nichts. Meine Freunde wussten von nichts Bescheid. Und sie dachten, ich hätte nur eine schlechte Phase. Meine Lebenslust und Freunde war wie verflogen. Ich isolierte mich und war kurz vorm Zusammenbruch. Meinen Freunden fiel mein Benehmen auf und merkten, dass etwas nicht stimmte. Nach einiger Zeit kauften sie mir meine Lügen auch nicht mehr ab und besuchten mich. Damit sie nichts bemerken, versuchte ich mich so normal wie möglich zu verhalten und ließ sie rein. Ich bin kurz in die Küche gegangen, um Knabberzeug zu holen, habe aber meine Medikamente auf dem Tisch vergessen. Sie bemerkten die vielen Tabletten und zusätzlich mein verändertes Aussehen und fragten mich, was los ist. Ich habe ihnen gesagt, dass ich Kopfschmerzen hätte, das glaubten sie mir aber nicht. Daraufhin fing ich an zu weinen und beichtete ihnen alles und hatte Angst vor ihren Reaktionen. Aber sie nahmen mich in den Arm und sagten, dass alles gut wird. Sie verbrachten viel Zeit mit mir und naja, haben mich dazu gebracht, all meine Sorgen zu vergessen. Mit ihnen lernte ich wieder das Leben zu genießen und den Kampf gegen den Krebs mit Mut anzutreten. Die Monate vergingen und es war mein Geburtstag. Meine Freunde planten meine Geburtstagsfeier, doch das größte Geschenk machte mir mein Arzt. Von ihm bekam ich nämlich unerwartet einen Anruf. Hallo? Frau Miller? Ja? Ich habe gute Neuspenden für Sie. Sie haben den Kampf gewonnen. Sie haben den Krebs besiegt. Sie sind wieder gesund. Nein! Wirklich? Ich konnte es kaum glauben. Ich war wieder gesund, nach all den harten und schmerzvollen Monaten. Ich hatte es geschafft, doch nicht alleine. Nur dank meiner Freunde konnte ich meine Lebensfreude und meinen Mut erhalten. Sie haben mir gesagt, niemals aufzugeben. Es ist egal, wie schwer es sein wird. Und siehe da, ich habe es geschafft. Man sagt ja immer, nach jedem Tief kommt wieder ein Hoch. Ja, es stimmt. Es wird besser. Egal, was passiert. Es wird besser.